Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Stadtduell Türkgücü gegen den TSV 1860 München. Brisantes Duell für Türkgücü als Aufsteiger. Sicherlich ein sehr erfolgreiches und entspanntes Jahr. Man steht sicher im Tabellenmittelfeld. 43 Punkte, das sieht gut aus. Der TSV kann noch oben angreifen und will das auch, weil die Top 3 in dieser Liga aktuell nicht so recht punkten möchte. Und die Auswärtsbilanz, wenn man das hier als Auswärtsspiel im Münchner altehrwürdigen Olympiastadion bezeichnen möchte, spricht auch für die Mannschaft von Michael Köllner. Aber Serdar Dayat auf Seiten von Türkgücü hat sicherlich etwas dagegen. Brisant ist das Duell allemal, denn vor wenigen Wochen, da konnte Türkgücü im Pokal den TSV rausschmeißen aus dem Wettbewerb, aus dem Landespokal. Und da möchte sich 1860 für rächen und dann auch oben, wie gesagt, die Top 3 nochmal anvisieren. Es sind jetzt nur noch 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auf den zweiten Platz. Schauen wir auf die Aufstellung. René Vollert im Tor, dann davor die Viererkette Fischer, Sorge Kusic und Avuca bei Türkgücü Doppel-6, gebildet von Erhard und Tosun. Meier auf der 10, Sararea und Niemann über die Außen und in der Spitze Lukas Röser. Ein Blick beim TSV 1860 München auf die Aufstellung verrät, sie spielen heute im 3-5-2, vielleicht auch bedingt, weil Philipp Steinhardt gelb gesperrt fehlt. Im Tor Hiller Lang, Salger Becker hier in der Dreierkette, Tallich und Dressel auf der Doppel-6, Biancardi und Wiltsch über die Außen, Neudecker auf der 10 und in der Doppelspitze Sascha Mölders und Stefan Lex. Starten wir rein, Türkgücü München in den roten Trikots von links nach rechts, der TSV 1860 in hellblau. Spielerisch darf man die Männer von Türkgücü auf keinen Fall irgendeine Art und Weise unterschätzen, das weiß aber auch die Defensive beim TSV, vor allem weil Sararea, der zuletzt noch fehlte bei der Niederlage in Saarbrücken von Türkgücü, wieder dabei ist. Wir hatten es eben in der Aufstellung gesehen. Mölders mit dem Ball auf Wiltsch, der legt nochmal zurück zu Sascha Mölders. Neudecker plötzlich völlig frei, Stefan Lex und die erste riesige Möglichkeit in diesem Stadtderby gehört den Gästen. Super Parade von Vollert, macht einen sehr guten Job. Dem im Übrigen auch eine Gelbsperre droht. 4 gelbe Karten hat er auf dem Konto. Heute durchaus ein hitziges Duell. Vielleicht kann es da passieren. Kurz ausgeführte Ecke. Neudecker zurück zu Tallich. Stefan Lex zu Dressel. Türkgücü kommt da aktuell nicht so gut hinten raus. 68 spielt aber selber noch einmal zurück. Lex dann geht wieder nach vorne und das ist Sascha Mölders. Nächste Chance. Fahne blieb unten, also keine Abseitsstellung, müssen wir mal drauf schauen. Enge Kiste, wird unten aufgehoben. Also auch der Treffer hätte gezählt. Vollert ist hier in der Frühphase direkt gefordert. Wieder kurz ausgeführt, wundert mich, dass diesmal wieder keiner bei Neudecker ist. Tallich. Diesmal kommt er nicht durch und wird gestört. Tosun bringt den Ball erstmal nach vorne, Sararea und Avuca im Zusammenspiel. Gegen Angriff läuft Sararea, super Ball auf Lukas Röser. Also wir haben hier keine lange Verschnaufspause. Tosun, Röser links raus zu Sararea. Der hat so ein paar geniale Momente durchaus mit dem Ball am Fuß zu bieten. Jetzt geht er erstmal auf Nummer sicher, bringt dann die Flanke. Die ist aber von Lang erstmal geklärt. Aber in die Füße von Tosun. Also weiterhin halten wir uns nicht mit Mittelfeldgeplänkel auf. Und jetzt auch die erste Abschlusssituation auf Seiten der Gastgeber, zumindest der Gastgeber auf dem Papier. Sebastian Meyer zieht den mit links, aber etwas drüber. Was ist das jetzt nochmal von den Münchner Löwen für ein Endspurt in dieser Saison? Dass sie tatsächlich da oben nochmal rankommen. Es sah zwischenzeitlich so aus, als würden Dresden, Rostock und Ingolstadt das da alleine unter sich ausmachen. Aber sie sind wieder dabei. Wiltsch zu Mölders und der Ball will irgendwie nicht rein. Unglaublich. Nächste sehr gute Möglichkeit. Eigentlich sind das dann die Dinger, die Sascha Mölders sich
vor allem nicht in der Vielzahl entgehen lässt. René Vollert. Viertelstunde gespielt. Chancenplus bei den 60ern. Türkgücü muss erstmal aufpassen, da nicht in Rückstand zu geraten. Und das hätte durchaus schon passieren können. Und der nächste Angriff rollt über Niemann. Legt den Ball in die Mitte. Sebastian Maier. Röser mit der Hacke zu Tosun. Und Hiller. Super Parade. Muss da richtig eingreifen. Neudecker hilft dann hinten aus. Werden wir nochmal auf die andere Möglichkeit auf der Gegenseite schauen. Ach, René Vollert. Wirklich gut beschäftigt. Über Langeweile kann er sich nicht beklagen. Sararea bringt den Eckball rein. Kopfball erstmal von Wildstadt zwischen Hiller. Boxt den raus. Sorge bleibt aber nochmal dran. Bringt die Flanke Kusic mit dem Kopfball. Setzt sich da durch im Kopfballduell. Sieht dann Hiller aber wohl auch, dass der rüber geht. Aber war schon knapp. Kusic, der Innenverteidiger, bin nach vorne gekommen. Lässt sich gut anschauen, dieses Spiel. Sascha Mölders, der nächste Angriff rollt, der Ball aber jetzt etwas zu weit. Der ist selbst für den sprintstarken Mervilli Biancardi nicht zu erreichen. Philipp Kusic, nochmal hier der Kopfball wiederholt. Ja, wird sich Hiller sicherlich schon gedacht haben, dass der nicht den Weg direkt auf den Kasten findet. Deswegen kein Problem. Zeigt aber auch, dass sich Türkgücü hier nicht nur verstecken muss. So gehen sie das Ganze hier auch wieder an. Niemann zu Erhardt. Nicht so der geborene Flankenspieler. Deswegen Niemann jetzt am Ball. Legt zu Meier. Aber lang dazwischen. Und wieder lang klärt das Ding. Das mit der Dreierkette kommt schon ganz gut hin bei 1860. Bislang stehen sie da recht stabil. Ein Distanzschuss und vor allem dann nach der einen Ecke wurde es gefährlich. Ansonsten die gefährlicheren Aktionen aus dem Spiel, vor allem von den Hellblauen. Aber jetzt wieder Türkgücü mit Sebastian Maier rausgelegt, aber suboptimal. Den kann niemand nicht erreichen. Knappe halbe Stunde gespielt. Unter dem Strich fehlen noch die Tore, aber es hätte durchaus schon scheppern können. Wir hatten einige Abschlusssituationen, die vor allem Sascha Mölders hier im Duell mit Kusic gerne mal macht. Bislang konnte er sie aber noch nicht verwerten. Spiel ist aber eben auch noch nicht mal eine Halbzeit alt. Und diese Gegenbewegungen von Türkgücü, sie können gefährlich werden. Sebastian Maier scheitert aber an Belkahia. Ganz überlegt löst er das. Und der weite Ball von Tallich nicht zu erreichen, stürzt sich voller drauf. Sascha Mölders, das bleibt frech, wie er ist, auch mal hinterm Keeper stehen, aber das hat er geahnt und lässt sich davon nicht beirren. Also, es ist noch ein sehr faires Derby. Richtig hitzig wurde es nicht bislang. Eher spielerisch das Ganze gelöst. Tosun zu Röser. Hiller hat den Ball. Da war die Dreierkette jetzt doch mal ein bisschen löchrig. Der Abschluss ist dann aber viel zu wenig. So dass Hiller keine Probleme hat und den ersten Schuss, den er dann mal so richtig halten muss. Türkgücü wird aber gerade nochmal stärker. Tosun, der Ball muss eigentlich durchkommen, dann wird es brandgefährlich. Er hat mit der Hacke zu Niemann. 1860 kann sich gerade nicht mehr gut befreien. Steht dann aber zumindest aktuell ganz gut. Lässt nicht viel zu. Fischer, rechter Verteidiger mit aufgerückt. Niemann, Erhardt.
Aber irgendwann muss dann die Flanke auch mal kommen oder irgendwie der Ball in die Mitte. Ansonsten verpufft das hier und wir bewegen uns auf das Ende der ersten Halbzeit hinzu. Niemann, Fischer, jetzt nochmal in der Mitte vielleicht ein bisschen Platz. Tosun bleibt aber auch in der Ecke. Nein, jetzt findet er Meier. Aber das ist ein schwacher Pass. Den kann Salga abfangen. Und dann war es das tatsächlich für die erste Halbzeit. Es steht 0:0. Die Anfangsphase vor allem gehörte den Löwen. Dann wurde es ausgeglichener zum Ende hin. Mehr von Tükücü. Tore fehlen noch. Wir hoffen in den zweiten 45 Minuten, dass noch welche fallen. Bis gleich. Schauen wir doch kurz auf die Statistik in der Pause. 0:0 Tore, ja, das ist etwas schade, aber 5:3 Schüsse immerhin und 3:3 Schüsse aufs Tor. Das heißt, da war der TSV noch präziser. 65% Ballbesitz mittlerweile bei Türkgücü, dementsprechend 35 für 1860 München, wenngleich eben die etwas gefährlicheren Situationen sicherlich auf Seiten der 1860er lag. Ansonsten weder Karten noch Verletzungen, auch keine Abseitsstellung, Ecken 3:1 für die Gäste, aus denen konnte dann bislang aber nicht wirklich viel resultieren. Schussgenauigkeit liegt bei 60% zu 100%, also 3 von 3 Schüsse auf das Tor. Passgenauigkeit etwas mehr bei den Gastgebern, sie werden aber auch gelassen, weil 1860 München da nicht so ganz groß drauf geht, vor allem in der Defensive bleiben sie dann eher locker gelassen. Und lassen Türkgücü Sicherheitspässe spielen. Die führen dann aber bislang noch zu nichts. Bei 1860 eben 85%. Also von daher keine allzu großen Unterschiede. Hoffen wir mal im zweiten Durchgang. Fallen noch ein paar Tore. Wir sind gespannt. Schauen wir drauf. Und gleich geht's weiter. Wir sind zurück im Münchner Olympiastadion. Jetzt der Anstoß bei der Kölner Elf. Hoffen wir doch mal, dass wir nicht torlos aus diesem Derby gehen. Vor allem von Sascha Mölders und von Sararea in der Offensive kann man sich dann sicherlich ein paar Treffer erwarten. Sararea jetzt in der vorbereitenden Rolle zu Meier. Abuja rückt mit auf. Das kennen wir, dieses Bild. 1860 steht tief, sehr gut, lässt wenig zu. Da muss man vielleicht eine Einzelaktion von Sarare her. Tallig behindert sich da gegenseitig und muss dann diese Situation zum Eckball klären. Das hätte man sicherlich auch besser lösen können. Jetzt gibt's den zweiten Eckstoß in dieser Partie für Türkgücü München, für dies dann nächstes Wochenende, nein, unter der Woche, dann in der englischen Woche nach Unterhaching geht. Ist ja auch nur ein Katzensprung entfernt. Eckball von der rechten Seite. Auf den 16er gezogen und wieder ist es Kusic, der zum Kopfball kommt. Hiller ist aber aufmerksam und dann Neudecker. Jetzt holt er sich den Ball. Gibt's mal eine schnelle Gegenbewegung. Neudecker, boah, bekommt da aber viel Platz über die rechte Seite. Keine gute Absicherung bei Türkgücü, auch wenn sie jetzt wieder hinter dem Ball sind. Dressel in der Mitte. Ist Tallig, aber das ist zu kompliziert gemacht. Trotzdem bleiben die Löwen am Ball. Biancardi, Tallig. Stefan Lex, irgendwie den Ball jetzt im 16er zu Sascha Mölders bekommen. Da ist er, Sascha Mölders. Zieht auch ab, aber Kusic schmeißt sich rein. Jetzt Vollert mit dem Ball am Fuß. Er tänzelt da ein bisschen rum. Sieht dann Kusic. Halbherzig raufgegangen von Sascha Mölders. Jetzt aber ein gutes Kopfballduell von Lang. Stefan Lex, Neudecker. Wo ist die entscheidende Lücke? Biancardi. Neudecker, Abschluss und Tor! 1:0 für die Gäste. Richard Neudecker aus knapp 16 Metern. Wunderbarer Schuss unten rechts rein. Die Nummer 31 schlägt zu. Die erste richtig gute Torchance im zweiten Durchgang führt zur Gästeführung. Biancardi hier im 16er legt dann quer. Dann kommt noch der Tunnel. Nee, doch nicht.
Sah fast so aus. Und Vollert muss hinter sich greifen. Aber wunderbarer Treffer. Scharf, flach, platziert. Nicht zu halten. 61. Minute. Der TSV 1860 München geht auf Tuchfühlung mit der Top 3 und der Torschütze geht runter. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde. Da haben wir den ersten Treffer in dieser Partie und Türkgücü muss damit jetzt umgehen können. Aus den letzten 10 Pflichtspielen nur 3 verloren. Drei verloren hat der TSV 1860. Türkgücü hat 4 verloren. Da gab es eine Niederlagenserie gegen Ingolstadt, Rostock und Duisburg. Zuletzt dann gegen Saarbrücken mal wieder ohne Punkte nach Hause gefahren. Und die Löwen kommen wieder. Mölder zu Witsch. Diese Druckphase nutzen sie gerade aus. Und es zeigt, wie stark aktuell auch die Löwen sind nach vorne. Wenn sie mal in die Nähe des 16ers gekommen ist, meistens auch Gefahr mit dabei. Stefan Lex zu Salga. Türkgücü sehr defensiv. Wagt sich da noch nicht raus. Mölders legt nochmal ab zu Wilsch. Mölders behauptet den Ball, will ihn in die Mitte legen, aber Avucha ist aufmerksam. Und klärt das, aber die Löwen bleiben dran. Stefan Lex. Tallich kommt aber nicht durch. Sorge hat den Ball am Fuß. Und das wird abgepfiffen. Fehler in der Defensive hätte richtig teuer werden können, aber dann wohl ein Handspiel. Glück für Türkgücü. 20 Minuten vor dem Ende. Was fängt man aktuell mit dem Ergebnis an? Wenn man es mit Türkgücü hält. 43 Punkte. Die werden am Ende vielleicht nicht reichen. Aber sie haben ja dann noch 6 Runden Zeit. Die letzten 2-3 Punkte zu holen. Um alle Zweifel zu beseitigen. Mittlerweile kommen sie aber auch wirklich nicht mehr in die Hälfte des TSV. Lex hat das Auge für mehr. Willi Biancali. Und der macht das 2:0. 73. Spielminute. Die Gäste auf dem besten Weg, dieses Spiel zu gewinnen im Olympiastadion. Sascha Mölders, Stefan Lex und dann zu viel Platz für Biancardi. Und legt ihn dann mit der rechten Innenseite vorbei. Daran hapert es manchmal noch bei Biancardi. Am Abschluss, aber jetzt macht er ihn ganz souverän rein. 73. Spielminute, er steht 0:2. Und jetzt wird es ganz schwer, da nochmal zurückzukommen. Aber es bestätigt einfach die gute Arbeit von Michael Köllner. Und der Traum der Bundesliga-Rückkehr, der Zweitliga-Rückkehr bei den Löwen, sie besteht. Da wären heute 3 Punkte nochmal ein kleiner Push. Vielleicht sogar ein etwas größerer Push. Wird auch ungenauer mittlerweile, was Türkgücü da spielt. Doppelwechsel jetzt auch bei den Gastgebern. Avucha und Erhard verlassen das Feld, also... Es werden nochmal frische Kräfte gebracht. Momentan ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass sich das die Gäste nochmal vom Brot nehmen lassen. Maja jetzt aber zu Sararer. Da kam der Abgesang von meiner Seite jetzt fast zu früh. 80. Minute, Sararer mit einer guten Möglichkeit. Und Hiller muss tatsächlich mal wieder eingreifen, fast unterfordert in diesem Spiel. Kam selten mal was auf seinen Kasten direkt. Meistens dann drüber oder daneben. Aber sollte jetzt der Anschlusstreffer fallen, haben wir nochmal 10 heiße Minuten. Sararea. Salga aber aufmerksam.
Metallic. Schönes Auge für Wilsch. Der stand nicht im Abseits. Das ist dann aber überhastet. Kusic. Boah, Kusic! Mit der Ruhe! Mit der Ruhe! Die man eigentlich im Strafraum nicht haben sollte. Wird aber wieder zurückgepfiffen. Bleibt da erst an Kusic hängen. Dann, ja, touchiert der Ball wohl die Hand. Und wenn die Hand berührt wird, unmittelbar bevor ein Treffer erzielt wird von Sascha Mölders in dem Fall, muss es zurückgenommen werden. So ist es dann wohl richtig. Gibt nochmal einen Wechsel. Nimmt nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr. Nicht sonderlich viel, aber es wird wohl reichen, weil 1860 München auch in den entscheidenden Situationen ganz klar abgezockter und zielstrebiger war. Sie hatten die besseren Möglichkeiten. Greilinger verliert hier den Ball an Sorba. Zeit läuft aber davon. Gehen wir so langsam ins Fazit über. Vielleicht hat Mölders noch einen. Greilinger zieht den Ball nochmal zurück. Greilinger. Jetzt tanzt er dann ein bisschen. Gibt natürlich auch Zeit. Es wird am Ende des Tages ein verdienter Sieg sein. Wie gesagt, es wird auch dadurch die Chance auf die Top 3 für die Löwen nochmal weiter geschärft. Wird nicht verschwommener, sondern wirklich zu einem realistischen Ziel. Zumal die Top 3 eben auch nicht so abliefert, wie man das erwartet von einer Top 3. In dieser Liga aber sowieso unfassbar vieles möglich. Deswegen muss Türkgücü nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage auch nochmal ein paar Punkte sammeln. Trotzdem, dass sie da ganz unten reinrutschen, das ist eine Wahrscheinlichkeit von sicherlich unter 1%. Aber heute haben sie ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das vom Stadtnachbarn. Die Elf von Michael Kölner gewinnt mit 2:0, hat geduldig gespielt in der Anfangsphase der ersten Hälfte, die Möglichkeit nicht verwandelt, aber im zweiten Durchgang dann zugeschlagen, Neudecker und dann später Biancardi mit den entscheidenden Toren. Hiller zu 0 und das war's von hier. Wir gucken auf die Statistik. Ansonsten soll es das gewesen sein und bleiben Sie unbedingt am Ball. Ja, dann gucken wir doch nochmal auf die Statistiken. Am Ende dann doch Tore gefallen, 2 Stück, beide für die Gäste. 7:9 Schüsse, da spricht die Statistik schon mal für die Löwen. Und deutlicher wird es dann noch bei den Schüssen auf das Tor. 5 bei Türkgücü und 8 sogar beim TSV. Also 8 von 9 Schüssen auf das Tor, das ist eine super Quote. Ballbesitz wurde dann auch wieder ausgeglichener im zweiten Durchgang. Türkgücü im ersten Durchgang damit deutlich überlegen. Im zweiten hat es sich dann wieder angeglichen. Vielleicht auch, weil der TSV ein bisschen robuster war, mehr Foul gespielt. Karten gab es allerdings nicht. Also wirklich ein sehr, sehr ruhiges und zahmes Derby. Zum Glück keine Verletzungen. Abseitsposition gab es auch nicht. 3:4 Ecken am Ende. Nur eine belanglose Statistik. Die Passgenauigkeit von Türkgücü ist dann auch am Ende noch ein bisschen runtergegangen. Die Löwen haben sich da gehalten, sogar einen Ticken noch verbessert im Gegensatz zum ersten Durchgang. Und das ist dann ansonsten das Ganze gewesen von diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser Art und Weise. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Viel Spaß bei diesem Spiel. Wird auch im Free TV übertragen, im BR meine ich. Und ansonsten auch bei Magenta Sport. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Bleibt auf jeden Fall gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios. Stefan Lex, Neudecker. Wo ist die entscheidende Lücke? Biancardi. Neudecker. Abschluss und Tor! 1:0 für die Gäste. Richard Neudecker aus knapp 16 Metern. Wunderbarer Schuss unten rechts rein. Die Nummer 31 schlägt zu. Die erste richtig gute Torchance im zweiten Durchgang. Führt zur Gästeführung. Biancardi hier im 16er. Legt dann quer. Dann kommt noch der Tunnel.
Nee, doch nicht. Sah fast so aus. Und Vollert muss hinter sich greifen. Aber wunderbarer Treffer. Scharf, flach, platziert. Nicht zu halten. 61. Minute. Mittlerweile kommen sie aber auch wirklich nicht mehr in die Hälfte des TSV. Lex hat das Auge für mehr. Willi Biancali und der macht das 2:0. 73. Spielminute. Die Gäste auf dem besten Weg, dieses Spiel zu gewinnen im Olympiastadion. Sascha Mölders, Stefan Lex und dann zu viel Platz für Biancardi. Und legt ihn dann mit der rechten Innenseite vorbei. Daran hapert es manchmal noch bei Biancardi am Abschluss. Aber jetzt macht er ihn ganz souverän rein.